Eva, kenne ich nicht. Ja. Ja. Und schon sind wir live, Sebastian. So einfach geht das. Einfach Knopf gedrückt und live ist die Kiste. Fühlt Ja? sich gar nicht so krass an. Nee, ne, ist einfach so, als ob wir einfach weiterquatschen, Ja. weil wir sind ja schon so ein bisschen hier im Vorgespräch. Also wir schnacken Genau. ja hier schon so seit 20 Minuten. Aber deshalb geht natürlich erstmal so ein offizielles Hallo an alle da draußen mal wieder hier über den Äther, hat man früher immer gesagt, ne? Beim Radio. Ja. Über den, wo kommt das eigentlich her, über den Äther? Ist Über die Äther, ich weiß gar nicht, Magie, weiß das was jemand da draußen, wo Mystisches. dieses über den Äther herkommt? War das vielleicht, waren irgendwie das was mit den Übertragungswegen früher zu tun gehabt? Keine Ahnung. Also Äther Ja? ist doch eigentlich so ein Zeug, das halte ich mir hier drüber und Ja, ist es nicht so dann falle ich um, ein Betäubungszeug oder Betäubungszeug, ja, irgendwie ja. sowas, ne? Das hat man doch Ja. früher dann die Leute dann in der Chirurgie behandelt mit Äther. Irgendwie so. Es ist irgendein Ja. Stoff. Sebastian, ich weiß gar nicht, welcher Idiot diesen Zeitpunkt für den Stream ausgesucht hat, denn du weißt, ich bin hier in Hamburg und der HSV steckt gerade mitten im Au, Relegationsspiel gegen ah, Hertha so. BSC. Das Stadion ist nicht weit weg von hier und wenn ich mein Fenster aufmache, dann höre ich tatsächlich die Meute im Stadion und würde dann auch jedes Tor mitbekommen. Du, Ich das schiele Problem kenne ich. Das mit Problem kenne einem ich. Auge immer hier auf den. Oh, guck bloß nicht hin. Ich sehe Ja, schon. nee, lieber nicht, nein. Also Berlin hat auch nach 6 Minuten das erste Tor geschossen. Das heißt, es ist jetzt alles offen. Aber ich versuche natürlich, mich hier auf das Gespräch zu konzentrieren. Aber so mit einem Auge, das muss einfach erlaubt sein. Ach, guck hier, der Max, der weiß das. Äther ist ein Medium, über das sich elektromagnetische Wellen ausbreiten. Oh, Oh, voll das ist korrekt, ja. cool, ne? Dann lagen wir gar nicht so schlecht. Ja. Du, lass uns mal starten und direkt Apropos, einsteigen. Ja. ja, mit Fußball und so. Ich hatte nämlich mal eine Vernissage in Baden-Baden bei meinem super treuen Dirk Super und der heißt Super, Dirk Super, Der Galerie heißt Super. 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 Super mit 2 P in Ach so, ach super. Ah, okay. Baden-Baden. Und wer hat genau das Datum ausgesucht für Deutschland, Spanien? Und das war ich. Und zwar passend die Uhrzeit zur Vernissage-Eröffnung, Ja, 18 ja. Uhr. Es war wirklich fast niemand Ja, da. ich kann sowas auch. Ich kann auch irgendwie, ich habe auch irgendwie Workshop-Termine mal gelegt auf Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, mich dann gewundert, dass kein Mensch sich anmeldet und solche Sachen. Also man sollte schon immer irgendwie so ein bisschen Ereignisse checken, aber wer macht das schon, ne? Also Ja. kannst ja nicht immer jedes mögliche Ereignis irgendwie Ist schon schwierig damit, aus dem nee, ne? Zentrum des Universums, des Ja, Äthers. ja. Sebastian, ich finde es cool, dass du heute hier bist. Ja, für alle da draußen. Ja. Sebastian, habe ich kennengelernt auf unserer Motorradtour vor einigen Wochen in Spanien. Ja, und da haben wir festgestellt, dass da doch die ein oder andere Gemeinsamkeit ist. Da ist natürlich einmal das Motorradfahren. Sebastian selber Fotograf und auch Fotograf mit einer ausgeprägten Sammelleidenschaft für schöne Kameras und Objektive. Und wir haben dann festgestellt, ja, wir können uns, glaube ich, ganz gut verquatschen, wir Oh beiden. ja. Und deshalb habe ich gesagt, Sebastian, du musst eigentlich hier mal in den Livestream kommen, denn ja, Sebastian hat etwas geschafft, was ich ehrlich gesagt sehr bemerkenswert finde und auch, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr so üblich. Sebastian schafft es oder hat es geschafft, wirklich ja, eigentlich fast ausschließlich von dem Verkauf seiner Bilder zu leben, also wirklich von seiner Kunst. Ja. Und ich würde sagen, Sebastian, starten wir doch einfach mal damit. Für alle, die dich da draußen nicht kennen, machen wir mal die obligatorische Vorstellungsrunde. Magst du mal so zwei, drei Sätze zu dir erzählen? Vielleicht so ein bisschen zu dem Hintergrund, Werdegang, wie du zur Fotografie gekommen bist? Oh ja, das hat eigentlich so ein bisschen angefangen mit meiner Tante, mit meiner Gotti. Die hat mir eine Kamera geschenkt als kleiner Junge. Im Lightroom ist sogar ein Bild gerade offen. Das sieht man, das ist eigentlich so das erste Foto, was ich überhaupt gemacht habe. Und dann gleich noch ein Selfie, obwohl ich ja gar nicht so der Selfie-Typ bin. Fotografiere Ist mich aber eigentlich süß. nicht selber gern. Aber süß.
Aber süß, ja. Ja, ich habe leider den Fokus da nicht getroffen. Aber das spielt, glaube ich, auch aber da jetzt keine erzähl so mir große nicht, Rolle. Jetzt erzähl mir nicht, dass sich das damals schon genervt hat. Doch, natürlich. Ja. Da habe ich mich, wirklich auch gleich gefragt, so, ja, was habe ich da falsch gemacht? Ja. Aber damals war das natürlich schwierig, weißt du, den Auslöser zu drücken und das dann wieder rückzuverfolgen. Was habe ich denn da gemacht? Und, das war ja auch noch analog wahrscheinlich, ja, ne? Das war ja analog, ja. Ja, ich komme ja, da Kindheit war ja super analog und dann ging das ja erst für mich so 2003 so richtig los mit der, mit den Digitalkameras. Da habe ich ja eigentlich dann das Fotografieren so richtig kennengelernt, ja. Ja, also ich habe, wie gesagt, eine Galerie im Schwarzwald hier in Freiamt. Das sind ziemlich viele Leute. Ich habe eine Werkstatt da mit dabei und wir machen auch die Rahmen selber, bauen auch die Bilder teilweise selber zusammen, arbeiten aber natürlich auch mit dem Labor in Stuttgart. Da machen wir auch Ausbelichtung und so. Ja, und ja, das Team ist jetzt in den letzten 7 Jahren stetig gewachsen. Also das heißt, du hast auch wirklich ein eigenes Team, die sich um Verkauf kümmern, Bilder vorbereiten, drucken, Rahmen verpacken, Ausstellungen vorbereiten. Genau. Was tun die alle? Also ich habe mal irgendwas gelesen von über 10 Leuten, oder? Ja. Also ich zeig dir mal das Team hier im Lightroom. Das sind, ach, geil. Das sind alle. Und zwar habe ich das sogar fotografiert mit einer Chamonix. Guck's Objektiv, kann ich dir jetzt gerade gar nicht sagen. Das ist. Die Chamonix, das sind diese neueren Plattenkameras, ne? Die mal so neu aufgelegt wurden, ne? Ja, richtig, ja. Ja, das haben wir haben gesagt, wir ziehen uns alle ganz oldschool an. Und die Katze ist hier auch noch mit auf dem Bild da. Ja. Geil. Allerdings habe ich habe versucht, so ein bisschen Shift reinzukriegen, aber du siehst hier, die Mitte ist scharf und nach hinten wird es schon wieder. Also da habe ich mit dem Feuer ein bisschen gespielt. Genau. Ja gut, aber bei so einer Plattenkamera hast du natürlich auch eine unglaublich geringe Schärfentiefe, ne? Ja, und es dann zu sehen unter der Mattscheibe, so ja, am besten bei 36 Grad und dann so ein Tuch drüber. Ja. Aber ich habe halt auch echt ein Faible für sämtliche Kameras, weiß ich, auch Objektive, Objektivfetisch und so. Also ist bei mir, ich bin so ein bisschen, ja, das haben wir ja mal das Gespräch in Malaga, haben wir ja geredet. So, die Kunst und die Kameras und die Technik hat nichts mit der Kunst zu tun. So, da, das sehe ich ein bisschen anders. Also ich sehe schon auch in der Technik auch die Kunst. Ja, da ist ein schönes Thema. Querfeldein wird mir den Kopf runterreißen, wenn ich sowas sage. Ja, das ist ein schönes Thema. Ja, aber dann lass uns doch da gleich mal einsteigen, bevor wir zu deinen Bildern kommen. Inwiefern beeinflusst dich dein Werkzeug, die Kamera, das Objektiv beim Machen deiner Kunst? Also für dich jetzt persönlich, ne? Welchen Einfluss hat das? Ja gut, also einerseits ist natürlich spannend, immer neues Spielzeug auszuprobieren. Das kennst du ja auch. Ja. Das motiviert ja einen immer wieder auch neu ranzugehen an die Dinge. Also ist es auch an ist es Motivation und Inspiration, mit neuem Kram zu spielen. Ja. Ja, und gleichzeitig lernt man ja dabei wieder neue Sachen dann kennen, wie was funktioniert. Also ich habe mir ja das Analogfotografieren, auch das Entwickeln selber beigebracht. Ja, da schüttest du halt mal eine Suppe zusammen und da kommt irgendein Murks raus. Oder ganz am Anfang habe ich mit meiner D90, da habe ich ständig mit Offenblende fotografiert, mit dem 50er und dachte, das ist so geil, mit dem 50er hier bei Sonne so tolle Bilder zu produzieren. Alles Hintergrund unscharf und so. Und später sitzt dann am Rechner und siehst so überall chromatische Aberrationen und Schärfe liegt irgendwo auf den Ohren statt auf der Nase oder auf der Nase statt auf den Augen. Ja, so. Und das nervt dich denn schon? Chaos. Ja, ich bin schon da Perfektionist. Ich mag es schon sehr, wenn die Schärfe sitzt. Ja, natürlich muss die Schärfe nicht sitzen. Ich habe auch schon total unscharfe, verrauschte, verwackelte Bilder auch verkauft, tatsächlich. Ich sage da natürlich nicht nein, aber grundsätzlich ist für mich schon das ein wichtiges Attribut. Also ich könnte in meiner Facing Tradition Serie oder im Q-Projekt, da würde ich niemals ein Bild aussuchen, was
was keine scharfen Augen hat. Ja. Never. Ja, das geht mir aber auch so. Also man hört es ja immer wieder, dass ein gutes Bild nicht unbedingt scharf sein muss. Weil wenn du natürlich einen tollen Moment einfängst, klar, ne? Also wenn du irgendwie, aber es, also mich wurmt es dann auch ein bisschen. Ne? Ja, also, das ist doch deine Murkser, oder? Ja, es ist, ein Murkser. Das ist, ab heute ist es ein Murkser. Ja, ja, super. Genau. Das ist ein Murkser. Ab heute heißen die Murkser. Nee, das war so gewollt. Ich hatte extra die Schärfe etwas nach hinten verlegt. Und dann, ja. Ich finde das ganz erfrischend, weil, wie wir jetzt gleich sehen werden, bei deinen Projekten, die du umgesetzt hast und bei deinen Bildern, es ist ja trotzdem unheimlich viel Kreativität drin. Ne? Das heißt halt, im Endeffekt definierst du dich ja nicht über die Technik, die du benutzt, die ist ein Werkzeug. Ja, nee. Es ist ja, glaube ich, auch für das Hauptklientel, was du hast, völlig unwichtig, ne? Ja. Oder ich würde jetzt mal schätzen, dass du gar nicht so viel so Fotografen auch unter deinen Kunden hast, ne? Naja. Nee, also ein Fotograf interessiert sich, glaube ich, eher wenig für andere Fotografen. Naja, es gibt Ausnahmen. Wir hier jetzt mal 150 Leute, die sich für dich interessieren. Ja, und vielleicht noch ein paar nachträglich. Also ich habe auch immer wieder Besuche von Fotografen. Da kommt erst manchmal der Willi Palm. Das ist ein ganz toller Fotograf. Ich habe auch da schon Ausstellungen von ihm besucht. Oder da gibt es so einen Plattenfotograf in Südtirol, den habe ich auch schon besucht. Der macht fantastische Bilder, so mit riesigen Glasplatten, die er dann belichtet mit Monsterkameras, also 800 mm Normalbrennweite und so. Also ich bin schon auch Fotografie-Fan, auch von anderen Fotografen. Aber jetzt mein Klientel, wie könnte ich das sagen? Also suchte einerseits ein... Ups. Bild weg. Aber hören tut man mich noch. Ja, man hört dich noch. Wir streamen heute mit Nikon und sehen, dass die Nikon auch ganz hervorragend zum Stream gegangen ist. Nicht, dass die jetzt wegen Hitze aussteigt oder so. Ich schaue mir mal an, was die da macht. Ja, dazu musst du wissen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber in letzter Zeit habe ich immer mal wieder Kameras getestet, inwiefern die sich so zum Streamen eignen. Da habe ich etwas gagmäßig so eine Reihe gemacht, Will It Stream? Es gibt dann doch sehr viele Kameras, wo man immer meint, das geht und funktioniert und sich dann in der Realität zeigt, irgendwo ist dann doch ein Pferdefuß. Ne? Und manche, die schalten sich halt einfach nach einer gewissen Zeit ab, weil sie meinen, okay, das ist jetzt hier alles ein bisschen warm. Ja, insofern. So. Oh je, du wirst es nicht glauben. Ja. Gerade wenn ich so, ich glaube, das ist schon der Punch, schon die Strafe dafür, für dass ich hier über die Unschärfe gelästert habe. Jetzt sag nicht, dass der Akku leer war. Ich habe vorher geschaut und da war noch gut voll, aber dran, ne? Ja, ich dachte eigentlich, dass es reicht hier mit dem USB. Ja. Jetzt ist er wieder da. Gut. Aber ich glaube, wir springen vielleicht nur mal ins Lightroom, eben von den Projekten, weil das hat auch so ein bisschen was zu tun, noch auch mit anderen. Jetzt kommen wir hier mit dem Ding, Import. Genau, das hier ist nämlich die Ramona, mit der hat das ganze Ding so angefangen. Ramona Strudel, das ist eine Visagistin, die... Tracing Tradition, die Trachtenbilder. Facing Tradition, die Trachtenbilder, ja. Zeigen wir ja gleich. Mhm. Ja, also hier sieht man sie, das war das erste Motiv, das war 2014 mit der Sina. Da haben wir einfach hier mal rumprobiert. Hier sieht man auch noch die Oma von meiner Frau, die Lydia. Von der haben wir die Tracht auch ausgeliehen. Und das war eigentlich hier so ein bisschen die Idee, den Alexander McQueen, also das ist ein Modeschöpfer aus England. Der hat mich sehr inspiriert gleichzeitig mit dieser Hörnerkappe aus Freiamt, weil das so Mickey-Maus-mäßig aussieht.
Wenn du weißt, wie ich meine. Ne? Ja, ja. Und ich meine, hier haben wir jetzt so ein Resultat aus dem Shooting raus. Es ist so ein bisschen kreativ nochmal durch irgendeinen Filter gelaufen. Aber hier haben wir halt einfach rumgespielt und rumexperimentiert. Und das ist dann halt nachher da draus geworden aus dem Ganzen. War das so das erste Bild aus deiner... Das war Freiabend. Ja, das war... Okay. Das war so das erste. Genau. Vielleicht mal einen Schritt zurück für die, die dich nicht kennen oder die Bilder nicht kennen. Also, das war eins so der ersten Projekte, die dann größer geworden sind. Genau. Was steckt dahinter jetzt nochmal? Also, wir haben jetzt gesehen, Mädels in Trachten, aber wenn du jetzt mal versuchst, jemandem, der das nicht kennt, dieses Projekt zu beschreiben. Ja, also wir gehen vielleicht noch mal einen Schritt weiter im Lightroom, da kann man mal kurz den Gollenhut sehen. Das erklärt sich daran vielleicht nochmal ein Stück einfacher. Also wenn man das ein bisschen so vereinfacht erklärt, sagt man ja Tradition und Moderne. Also einerseits ist hier, man sieht hier jetzt ein Lippenpiercing und natürlich eine scharfe, moderne Fotografie. Ja. Und vor allem auch vom Blick her eher modern, ne? sehr tough vom Blick. Ne? Ja, also das ist mir so das Wichtigste in dem Ganzen, in der Serie, dass einfach der Blick passt. Ja. Da arbeiten wir halt am meisten dran arbeite ich mit dem Model zusammen, dass wir da irgendwo einen Punkt finden, wo es halt wirklich der Funke überspringt. Das kann man vorher auch gar nicht sagen, so was das sein soll dann. Mhm. Wie der Ausdruck genau sein soll. Also ich finde das Bild sensationell, muss ich sagen. Wir können vielleicht ja auch mal ganz kurz noch ein bisschen da durchspringen, noch mit ein paar anderen. Also das Projekt habe ich hier auch fotografiert, noch nebenbei mit meiner, die steht auch hinter mir, die Polaroid Land 195. Das ist quasi das negativ gescannt. Also ich mache da schon auch noch mal so ganz, ganz verrückte Sachen. Also mit dem, das Negativ, das hat ja so eine abziehbare Seite oder von auflösbare Seite. Trennbildfilm heißt das, glaube ich, ne? Ja. Mhm. Und also hier habe ich das Ganze fotografiert sogar mit einer Fuji GX680. Also das war so die letzte Instanz eigentlich von... es ist ja auch wie so eine verschwenkbare Mittelformatkamera, 6x8 macht die. Und mit der hatte ich auch ein Rückteil noch für die Polaroid. Ist richtig. Ich habe ein Rückteil auch für die Polaroid 195. Also für die FP100 eigentlich ein Rückteil. So. Mhm. Und die konnte man dann da auf die drauf montieren. Und also die Auflösung ist ziemlich brutal. Also echt, echt. Sind ja auch riesige, hier sieht man mal so einen Ausschnitt, vielleicht ein bisschen viel. Genau. Ja, und hier, jetzt geht es weiter eigentlich mit, hier fotografiere ich da schon wieder Mittelformat Fujifilm, also 4x3. Daher bin ich dann gelandet. Ne? Zu dem Zeitpunkt schon klar, dass das eine Serie wird? Jetzt die Bilder aus den Anfängen, oder? Ich gehe mal hier ein bisschen weiter. Also die Männer, die Anfänge, das sage ich mal so 2014, 15, 16, das sind so die, kann man schon so sagen, das sind die Anfänge. Es wurde dann natürlich immer, also ich habe es jetzt nicht ganz chronologisch, ich habe dann irgendwann von der Nikon eben auf die Fuji gewechselt. Genau, das hier ist zum Beispiel noch ein Schwarzwälder Schauspieler, den man da sieht, der Martin Wangler, der spielt auch bei den Fallers mit. Mit dem hatte ich dann auch immer wieder mal zu tun. Ja, da geht es dann viel auch um Dialekt so bei uns. Ah, okay. Ja. Ich gehe mal noch ein bisschen durch. Also hier sieht man mal was ganz Extremes. Ja, ganz viele Tattoos mit Bollenhut. Ah, geil. Bollenhut Baby. Ja, das ist halt wirklich was dann polarisiert. Ja, das sind dann viele. Also ich find's cool. Also ich finde halt diesen Mix cool, ne? Weil ich sag mal, so mit Trachten kann ich jetzt erstmal von Haus aus nichts anfangen. Ja. Ne? Ist jetzt nicht so mein Ding.
Aber jetzt in dieser Kombination, also gerade halt auch, weil der Blick so cool ist, ne? Also es ist halt wirklich so ein sehr straighter Blick und dann halt auch mit den Tattoos, das finde ich halt einfach geil, ne? Das muss ich einfach sagen. Ich würde aber gerne nochmal von der Technik weg, wie ist das, wie ist das entstanden, das Projekt? Wo hast du gesagt, okay, das wird jetzt ein Projekt? Bist du da so reingeslidet, dass das sich irgendwie entwickelt hat? Oder gab es da wirklich so ein, gibt es da eine riesen Story hinter oder ist es eigentlich nur, oder ist es einfach passiert? Ja, also ich meine, rückblickend ist es natürlich, kann man da immer irgendwie einen Plan oder so irgendwie sehen, aber das wächst dann einfach rein. Also das war so, ich hatte eine Ausstellung gemacht von meinen Reisefotografien in La, da im Zeitareal, das war ein freistehendes Areal, da konnte man einfach schön frei seine Sachen zeigen. Und da kam einer auf mich zu, der Ausstellung gemacht hat und hat mich gefragt, ob ich denn nicht irgendwas habe, so, wo man da zum Thema Schwarzwald mit dazu nehmen könnte. Das war der Uwe Baumann. Und ja, da hatte ich gesagt, ja, ich habe ein Motiv, würde natürlich Sinn ergeben, da mal eine richtige Serie draus zu machen. Und das war eigentlich so der Startpunkt. Ja, dann hatte ich 4 Bilder fotografiert zu der Zeit und habe die ausgestellt. Und dann sind sie auf der Ausstellung schier durchgedreht. Also die haben dann, das Telefon bei mir zu Hause stand nicht mehr still. Also die waren mit auf der Ausstellung oder du hast eine Ausstellung mit nur 4 Bildern gemacht? Nee, ja, also ich hatte mit anderen zusammen, mit anderen Künstlern unter anderem. Ach so, es war eine gemeinschaftliche Ausstellung. Gemeinschaftsausstellung, okay. Ja. Also eine Ausstellung mit nur 4 Bildern, das wäre natürlich ein bisschen mager gewesen. Ja, was natürlich war, was man sagen muss, ich habe die Bilder riesengroß gedruckt. Ich habe die 1,50 Meter auf 1 Meter gedruckt und ausgestellt. So. Also ich glaube bald, dass die Größe auch noch eine Rolle gespielt hat dann. Ja, der Robert fragt im Chat gerade, im Schramberger Uhrenmuseum würde eine große Werbung hängen mit ähnlichem Motiv, ob das auch von dir ist. Ja, das ist die Tanja wahrscheinlich, die da hängt. Ist leider verstorben, das Model, ganz bezaubernde Frau. Naja, die ist sehr unglücklich. Mit der hatte ich damals dann auch einen Auftrag bekommen von Lehmann Uhren im Schwarzwald. Also Schwarzwald ist ja auch sehr bekannt für Uhrenmacherei. Ja. Mhm. Genau. Ja, also ist das im Prinzip, sag ich mal, bist du so mehr oder weniger da reingerutscht in das Projekt und hast halt das Glück gehabt, dass es wirklich an einer richtigen Stelle präsentiert wurde mit der Ausstellung. Richtig, ja. Also es war auch in der Zeitung, also ich kann es auch nicht genau erklären. Also ich würde mal das vor allem am Blick von den Models festmachen, so eine gewisse Seriosität auch in den Arbeiten drin, nicht jetzt einfach nur platt Tradition und Moderne und dann irgendwie so rotzig, sondern schon einfach mit Anspruch, ja. Hier sieht man zum Beispiel eine Radhaube aus Villingen. Das sieht man auch der Anmut, den auch ein Mensch hat. Ja, also es ist schon auch sehr, ich sag mal, konzentriert. Es ist halt symmetrisch. Also ich persönlich finde es ja immer nicht so leicht ich tue mich schwer damit, mir zum Beispiel Fotos von Models an die Wand zu hängen. Ja? Es ist irgendwie so. Ich finde, hier hast du halt irgendwo so eine ganz gute Brücke geschlagen. Natürlich sind die Models im Zentrum, aber sie sind ja nicht unbedingt sie sind nicht das alleinige Bild. Also es geht hier nicht nur um das Model, sondern es geht um dieses Gesamtding, Bild oder Kunstwerk. Und das Model und der Blick trägt das dann im Prinzip. Ja, ne? Ja. Also was man natürlich sagen muss, wenn man jetzt halt so eine Tracht hat, ich habe jetzt hier in Lightroom auch nochmal eine vom Bodensee von Radolf Zell. Das ist eigentlich was ganz Besonderes, dass ich das habe überhaupt fotografieren dürfen. Weil der Verein oder die Gemeinde das auch sehr, sehr stark schützt, vor äußeren Einflüssen. Ich habe da auch ganz lang verhandelt, dass ich das überhaupt durfte.
Und ich meine, was man natürlich jetzt hier sieht, ist ja auch so eine Symbiose von den Tattoos mit der Tracht. Also die floralen Elemente gehen da auch ineinander über. Also es passt zusammen und gleichzeitig bricht halt diese Moderne wieder mit dem Traditionellen. Wobei ich sehe es eher so, dass ich es halt so zusammenfüge. Ich versuche in so einem Bild auch eine sehr, sehr starke Harmonie hinzukriegen. Ja, vor allem mit dem Blick und auch mit der Pose. Ja. Also ich, wie gesagt, ich finde das ganz beeindruckend. Magst du mal ein bisschen was zum Making-of sagen? Also du legst ja auch unheimlich viel Wert auf Licht, sieht man da dran. Ja. Aber die es ist ja auch noch ein Teil Post-Production da im Spiel, ja, ne? Ja, das auf klar natürlich auch. Ich habe jetzt gerade im Lightroom mal auch noch mal ein interessantes Bild aufgemacht. Ah ja, da sind wir beim Making-of, ne? Ja, das sieht man noch jemand Besonderes. Also das ist die Constanze Roth. Also ich arbeite mit zwei Visagistinnen zusammen und die ist hier gerade eben am Fresh machen für das Shooting. Mit der Anja im Hintergrund haben wir Schleierkraut aufgebaut und haben eine Schwarzwälder Tracht floral nachgebaut. Also wir haben eigentlich ein Kunstwerk gebaut und das dann fotografiert. Also hier geht man noch ein bisschen näher ran. Und das hier ist dann das, was rauskam bei der Geschichte. Ja, cool. Da habe ich jetzt zum Beispiel eine Dreierauflage von dem Bild. Das ist dann 1,60 Meter mal 1,20 Meter groß. Das haben wir zum Beispiel auf der Art Karlsruhe verkauft. Also da liegt jetzt der Preis zum Beispiel, das interessiert vielleicht bestimmt welche, da liegt der Preis bei 18.000 Euro. Ja. Das ist dann schon crazy für manche, aber wenn man da mal so in den Kunstsektor reinkommt, dann ja, sind das einfach Fragen von Auflagen. Ja. Also da gibt es ja noch eine Edition dazu, die ist kleiner, die habe ich auf Leinwand. Ja, und da werde ich quasi auch mal wieder so eine Strecke davon machen von den Sachen. Da entwickelt sich dann immer wieder was dann auch weiter aus den Projekten. Und jetzt also Lichtsetting genau. Hat man ja vorher, aber geh nur mal zurück. Hat man so ein bisschen gesehen, hat man ein bisschen, ne? Ja, also man könnte sagen, ist eigentlich eine ganz klassische Beauty-Lichtzange. Aber die ist bei mir auch echt immer mal so, mal so. Also in dem, ich würde es jetzt wahrscheinlich auch wieder nicht mehr so machen hier. Ich würde wahrscheinlich wieder eine kleinere Lichtquelle wählen. Ja, ich bin da natürlich immer am Rumspielen. Was man hier zum Beispiel sieht, ist ein Reflektor von Mola. Da bin ich nur drauf gekommen durch dich mit deinen Podcasts. Ja, durch den Gast, dem Ralf, den du mal hattest. Genau. Der ist auch crazy. Der hat mir vor ein paar Tagen gerade geschrieben. Der ist ja so bekloppt, was Lichtformer angeht, der Ralf Mann. Ne? Der hat ja völlig einen an der Waffel. Also der sammelt ja, glaube ich, Lichtformer. Und das ist also auch wirklich so jemand, der dann erzählt, dass du, guck mal dahin. Und wenn du jetzt hier im achten konzentrischen Kreis dieses Beauty-Dishs guckst, dann siehst du, dass da die Reflexion links gefaltet ist oder irgendwie sowas, ne? Wo ich dann sage, macht schön hell. Der Reflektor, der hat ja wie so eine Treppenform auch eingebaut. Ja, da kannst du richtig Effekte machen mit. Habe ich auch schon im Projekt fotografiert. Das sieht total abgefahren aus. Das ist so eine Mischung aus Härte und Weichheit. Also das ist schon toll, also mit denen verschiedene Dinge auch zu arbeiten. Also aber am liebsten arbeite ich eigentlich mit einem Kleinlicht und klein und weich, so sag ich mal. Ja. Beauty Dish. Und ich arbeite am liebsten einfach auch nur mit einer Lichtquelle. Viele ballern da das Ding einfach zu. Davon halte ich halt wenig, weil die Sonne gibt es ja auch nur einmal. Versucht es dann so natürlich wie möglich zu halten. Ja. Da bin ich bei dir. Da bin ich voll bei dir. Ich habe hier keep it simple auch. Ja. Hier war noch eine Frage von dem Roland. Er sagte, waren die Bilder auch in der Landesvertretung ausgestellt? Da bin ich hingefahren. Landesvertretung von Baden-Württemberg, ne? In Brüssel, ja. Und er wollte wissen, wie kam es dazu? Boah,
Das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, das waren eben solche Sachen, machen meine Mitarbeiter. Das hat damals, glaube ich, die Corinna gemanagt. Und die hatte da auch Connections dahin, hat da auch einen gekannt. Aber wie genau das jetzt war, also es kam dann einfach der Auftrag quasi da zustande, dass ich da ausstellen sollte. Und ja, dann bin ich da rein, habe meine Bilder in Audi reingeknallt, in den A6. Ich hatte eine riesen Ausstellung da drin im Auto. Ich weiß gar nicht, wie ich die da reingekriegt habe. Und bin dann halt nach Brüssel gefahren, habe da übernachtet, habe da noch eine Vernissage gehabt. Ja. Und die haben dann auch, zum Glück, haben die dann auch noch Bilder gekauft. Sonst wäre das eine ziemlich... Also ist das Ganze in erster Linie, sag ich mal, oder das basiert darauf, dass du es irgendwann geschafft hast, so ein bisschen in die Kunstszene reinzurutschen und da Anerkennung zu finden. Also ja, da gab es mal Leute, die haben einfach gesagt, das ist richtig cooles Zeug. Und ja, und dann wird man ja wahrscheinlich auch so ein bisschen rumgereicht, ne? Es sind mehrere Sachen eigentlich. Also einerseits sind es natürlich private Leute, die auch für sich einfach was Besonderes haben wollen. Also ich habe hier irgendwo die Range, so eine zwischen 300 und, sag ich mal, noch im dreistelligen Bereich einfach eine Range, wo man limitierte Bilder kaufen kann. Ja, und ist sich aber noch nicht dann quasi in dem Bereich, wo dann exklusive Galerien sind, ja, die müssen mindestens vierstellig sein, damit sich das halt auch rentiert, also für den Künstler und für die Galerie. Also Galeriearbeit ist wahnsinnig schwer auch, ja. Hier, der Manfred, ne? Manfred, vielen Dank. Aus der Schweiz. Ja, aus der Schweiz. Manfred, auch ein regelmäßiger Zuschauer. Vielen Dank. Cool. Hi Manfred, vielen Dank. Ja, es ist so beides. Also ich biete hier natürlich eben was auch an für Kunst, für den normalen Geldbeutel. Also da hat man was Besonderes und eine hohe Qualität. Und aber ist jetzt auch noch nicht so super extrem, irgendwie im 4.000-Euro-Bereich. Das habe ich natürlich auch hier. Ja, das wird auch gekauft. Und die Leute wollen auch was Besonderes. Eben wie jetzt zum Beispiel Fräulein Rouge, die dann halt schon gut fünfstellig dann irgendwo liegt. Und sowas geht dann halt auf der Art Karlsruhe zum Beispiel. Und ich bin da eben mit dem Dirk Super da unterwegs, auch in Berlin machen wir da Ausstellungen. Und da kann es sein, du gibst da irgendwie für einen Stand eine fette Portion Geld aus und dann geht halt gar nichts. Also Kunst ist echt in dem Sektor super, super feinfühlig. Viele wollen. Ja, aber du hast ja doch irgendwo so auch so eine, also aus meiner Sicht finde ich, hast du da irgendwo ein ganz gutes Gespür gehabt, dass es nicht zu abgehoben ist. Also ich finde, deine Bilder sind greifbar, ne? Das ist, das ist nichts Abstraktes, wo man sagt, was hat der Künstler sich dabei gedacht? Ja, das ist aber halt da in dieser Kunstwelt, ist es dann halt schon wieder, sag ich mal, ein bisschen auch wieder risikoreich, wenn man sehr deutlich arbeitet. Dann ist da schon wieder so, ist es so zu deutlich, zu klar. Da kann man natürlich jetzt tot diskutieren, was jetzt da, man kann es ja auch nicht bewerten, man kann ja Kunst nicht bewerten, das geht schwierig, ja, einfach. Schwierig, ja, also ich kann nur sagen, also ich finde die sensationell, aber ich finde noch einen Tacken geiler und wo immer ein Lächeln und ein Wow kommt, sind deine Kuhbilder. Also das ist, also ich habe übrigens mal gerade hier von dem Sebastian die... Du kannst schon mal springen ins Lightroom. Ich habe schon mal die Webadresse, habe ich hier in den Chat nochmal gepostet und oben angepinnt. Also da könnt ihr dann auch gerne mal schauen, könnt euch da ein bisschen umsehen. Da könnt ihr auch beim Sebastian gucken. Also falls ihr wirklich sagt, ihr wollt mal irgendwie so ein Bild kaufen, da gibt es halt auch wirklich dann schon coole Bilder, ohne dass man gleich eine Riesensumme in die Hand nehmen muss. Ich habe übrigens auch noch ein Buch, für das kann ich nachher vielleicht auch mal Werbung machen. Das können wir machen, wenn du ein Buch hast. Bildband. Bildbände sind sehr beliebt hier, das weiß ich. Ja, also da können wir vielleicht noch einen raushauen nachher. Ja, also hier sieht man mich da mit der GFX noch, mit der alten, mit dem ersten Modell. Und da waren wir auf Scouting für die Irene vom Kühlenberg. Und ja, also
man muss für das Projekt schon mit Tieren wollen und können. Das ist echt, also nee, wollen reicht nicht, man sollte schon ein bisschen auch den Zugang haben. Also es gibt Menschen, die haben auch wirklich richtig Angst vor den Kühen. Ja. Ja, erzähl doch da noch mal so ein bisschen, wie es dazu gekommen ist. Also vielleicht zeigst du gleich mal so ein, zwei typische Bilder aus der Reihe, damit die Leute einfach auch noch mal wissen, was ist das, was da rausgekommen ist. Und dann noch mal so ein bisschen zur Entstehung des Projektes. Also dass man jetzt erstmal ein paar Bilder vor Augen hat. Ja, also das hier sind so die Kühe. Das hier ist zum Beispiel die Betty. Das hat alles auch immer so ein bisschen einen Hintergrund. Sieht auch aus wie Betty. Eine Betty. Es gibt nämlich eine Betty Black hier im Schwarzwald. Das ist eine Stripperin. Und da habe ich gedacht, die nenne ich jetzt einfach so. Ach so, die Kühe haben nicht wirklich diese Namen. Die hast du denen. Doch, die habe ich. Also manche heißen tatsächlich so, aber ich habe die alle getauft. Das geht im ABC, geht es quasi durch. Ah, okay. Alma, Betty, Chiara, Daisy, Irene. Ah, cool. Flora. Hier sieht man die Flora. Die Flora ist eigentlich die Freundin von meinem Kumpel. Also es sind immer wieder mal auch Namen drin. Hier Clara, das ist meine Oma, heißt Clara. Habe ich gedacht, nenne ich die einfach Clara. Ja. Sag mal, werden die Kühe, also mal abgesehen davon, dass die natürlich zurechtgemacht werden mit dem ganzen Besteck, aber die Kühe selbst müssen ja auch irgendwie sauber gemacht werden, frisiert oder... Ja. Ja, also wir frisieren die vor Ort. Also ich mache das meistens. Da habe ich jetzt leider keine Bilder davon, aber das gefällt denen ja total, ne? Wenn man die so streichelt und streichelt. Ja. Naja, die haben da großer Spaß dran, wenn die sauber gemacht werden. Ja. Und wenn man die halt mit so einem Blumengesteck herrichtet, also ich weiß nur, mit unseren Hunden würde das definitiv nicht gehen. Suchst du da schon so ein bisschen nach Kühen, wo man weiß, okay, die sind da entspannter? Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht mit jeder geht, oder? Also es ist auch schwierig, wenn man jetzt hier sieht, die können auch einfach mal einen so an die Wand ran quetschen oder so. Also wenn du halt fotografierst, da ist halt ständig was los. Also die rempeln dich an und also es ist ganz unterschiedlich, was da so... da steht sie hier auf dem Reflektor. Ja. Also der Tag war wirklich crazy. Da hat eigentlich nur ein... Hier hinten siehst du die Girlanden, die wir da gerichtet haben. Ja. Und wir haben es nicht hinbekommen, die da den aufzuerlegen. Weil die haben bei jeder Blume sind die schier durchgedreht, die sie abgekriegt haben. Fanden sie nicht gut. Also hier die Silvia, die ist auch Model bei mir, die hat auch da mitgeholfen, ganz fantastische, die arbeitet auch mit im Team, die hält ja sich gerade so ein Kränzchen an die Wange, das haben wir dann hier auf dem Jupiter, haben wir das dann da aufgesetzt und es ging halt nur ein paar Sekunden, bis die dann wieder geflogen sind, also der hat es sich sofort abgeschüttelt und dann weggerannt, hat die Hörner in den Boden reingestochen. Ich bin da völlig motiviert hingefahren an dem Morgen, völlig auf dass es klappt, ja. Und wir hatten irgendwie für 800 Euro Blumen dabei und es hat halt praktisch gar nichts funktioniert. Ich habe mich noch in Weidezaun verheddert, da hat es mir auch noch einen Blitz reingeschlagen. Also es war echt nicht so mein Tag da. Das war dieser Tag, ja. Ja, es ist echt eine krasse Herausforderung. Ja. Da hinten sieht man auch den Hintergrund, den ich aufgebaut habe und alles versucht im Schatten. Da habe ich auch voll gestruggelt. Du siehst hier auf der GFX, das ist ein Broncolor-Auslöser drauf, der kann auch HSS. Und das HSS, wenn sich die Kuh schnell bewegt, das kannst du einfach knicken, das funktioniert nicht. Da hast du so Geisterbilder drin. Sag mal, Sebastian, kannst du den Ton noch so einen kleinen Tacken runterdrehen? Ich merke gerade, dass du doch öfter übersteuerst hier. Habe ich zumindest das Gefühl. So ein ganz bisschen. So. Ja, ich kann es dann ja wieder lauter drehen, wenn du zu leise wirst. Nur, dass das hier nicht übersteuert ankommt, das Signal. Ja, ich bin gerade ein bisschen runtergerutscht ans Mikro. Nee, es ist halt, wenn man erzählt, dann wird man auch automatisch lauter und so. Also das ist ja ganz normal, ne? Insofern, wichtig ist ja, dass das verständlich ist. Sag mal, ich will mal ganz kurz zwischenfragen mit der Technik, wo du gerade sagst, HSS. Wie reagieren die Tiere denn so auf Blitz? Weil das ist ja bestimmt auch mal so, ne? Also es gibt ja sogar Leute, die auch sagen, um Gottes Willen, das grenzt ja schon an Tierquälerei, wenn man Tiere anblitzt. Was sind da deine Erfahrungen?
Ja, das ist wirklich unterschiedlich. Also in der Regel in, sag mal, 90 oder in 95% der Fälle, da juckt dir der Blitz überhaupt nicht, ja. Die zucken vielleicht kurz einmal oder zweimal und dann ist es für sie normal. Es kann aber natürlich sein, dass die Kuh wirklich erschreckt und dann erschreckt die ganze Herde mit. Ja, wir können ja auch das Tier jetzt nicht rausnehmen aus der Herde, es sollte immer bei der Herde mit dabei sein. Ja, es ist schon eigentlich auch ganz einfach. Es wird immer so sein, dass also das Model immer die Oberhand hat. Ja, also wenn das Model keinen Bock hat, dann können wir sie auch nicht fotografieren. Das ist eigentlich immer. Wir können sie immer nur versuchen zu überzeugen, zu locken. Also hier sieht man auch gerade das Blumenmädchen, die Galaxia anfüttert. Also das Blumenmädchen spielt hier in dem Projekt genauso auch eine wichtige Rolle wie in den Facing Tradition. Dann die Konstanze und die Ramona, die Models schminken. So macht sie hier den Blumenschmuck, ja. Also wir sitzen da zusammen und überlegen uns, was könnten wir machen, wie könnten wir es machen und was ist realistisch, was könnten wir realisieren. Und ja, sie ist halt ein ganz wichtiger Part von diesen ganzen Sachen, damit Also ich finde das also geil, eine. vor allem man sieht ja auch, also gerade wenn man so die Umgebung sieht und dann das fertige Bild, ne? Also du tauschst ja den Hintergrund noch aus, ne? Du verwendest ja schon immer einen ähnlichen, wenn nicht sogar gleichen Hintergrund. Und ich finde das halt super interessant, wenn man sieht, in welcher Umgebung die Bilder entstehen. Wobei das Endergebnis dann hinterher doch, das ist halt so richtig, ist halt sehr brillant, sehr knackig, ne? Also es ist schon, deshalb liebe ich halt diese Behind-the-Scenes-Bilder. Ne? Das, ich denke da immer nicht dran, sowas zu machen. Ne? Aber gerade bei solchen Projekten ist es natürlich extrem wichtig schon. Ne? Ja, ich mache eigentlich auch nicht so viele Behind-the-Scenes-Bilder, weil ich eben mich so fokussiere auf die ganze Geschichte. Ich habe dann auch nicht den Nerv dafür, so. Ich habe dann manchmal Fotografen oder Filmer dabei, die das dann noch mitnehmen. Also der SWR war zum Beispiel auch schon öfters mit dabei. Ja, da kann ich mich dann trotzdem gut fokussieren. So. Und dann ergeben sich auch einfach Behind-the-Scenes. So, es ist. Ist schon schön, auch mal so die Zwischendinger zu sehen. Ja, wie kürzlich wollte eine Kuh, bevor sie überhaupt losging, so ganz lang mit der Zunge, so den Blumenschmuck gleich Ja, auffressen. gut, kann ich mir gut vorstellen. Aber das sind keine frischen Blumen, Ja. oder? Doch, Teil. Also Doch jetzt zum schon? Beispiel hier haben Ja. wir, das sind eigentlich Trockenblumen. Ja, diese Okay. Schwarzwälder, das hier sind auch Trockenblumen. Da haben Ja, wir weil mal nur was wenn Biologisches das gemacht. richtig frische Blumen wären, könnte ich mir vorstellen, dass sie noch schneller weg sind, ne? Ja, Von den ja, ja, Kühen. ja, Also ja, wenn ja, die ja. halt noch Ja, so die wollen, richtig saftig ja. sind, ne? Ja, die wollen tatsächlich auch ran an die Ja. Blumen. Tatsächlich, ja. Ich muss mal schauen, was sie so lieben, sind halt irgendwie solche Sachen. Das mögen sie gern. Das ist Vor auch allem das schwierig. Geile ist die, also ich meine, du hast sie ja auch eigentlich immer erwischt, dass sie in die Kamera gucken oder zumindest denkt man, dass sie in die Kamera gucken, ne? Ja, Das ist schon. das funktioniert eigentlich relativ gut. Ja. Sie muss den Kopf eigentlich mehr oder weniger nur gerade haben. Und Ja. man sieht, wenn die Ohren, hier merkt man, sieht man ein kleines bisschen, dass das linke Ohr von ihr, Ja, ist nicht also von uns 100% rechts, symmetrisch, ist ne? so ein bisschen nach hinten geschoben, weil sie einfach das stört ein bisschen da, dieser Kranz im Ja. Hintergrund. Ist Ja. geil, geil. Ja. Der Manfred fragt hier zwischendurch, ist die Arbeit mit Hornkühen und Kälbern nicht gefährlich? Ja, Du hast es eben schon so ja. ein bisschen am Rande erzählt, dazu sagtest, Tiere nicht aus der Herde rausreißen und Ja. so. Ja, es ist tatsächlich schon bis zu lebensgefährlich. Die Silvia, ich hatte vorher mal kurz das Bild gezeigt, wie sie da so an die Wand gequetscht wurde. Also hier lacht sie noch, aber das geht dann auch schnell mal in ein Nicht-Lächeln über, weil das sind halt Warte, ich muss irgendwo, nochmal zurückschalten. ja, kann man ja nur mal kurz zeigen. Ja. Hier lacht sie noch, später wurde sie dann mal kurz an die Wand gequetscht, da war es dann nicht mehr so witzig. Also es
Es ist schon. Ja, die Biester, die haben ja selbst wenn sie liebevoll schmusen wollen, dann kann das ja ganz schnell zu einem Rippenbruch führen. Ja, ja, ja. Wenn da 800 Kilo mal kommen und also ganz große Kühe sind so, wiegen so eine Tonne, so eine Limousin oder Aubrac. Ja. Die Franzosen sind da eher groß. Das ist schon, die kleinen Kühe sind, wie gesagt, so 400 Kilo. Das reicht auch schon für einen Unfall. Ja, also wir müssen da auch wirklich aufpassen. Ich habe das auch in meinen Verträgen so ein bisschen drin, wenn was passiert. Aber ja, also bisher ist noch nichts passiert. Das Einzige, was so ganz schlimm mal war, war, da hat eine Kuh mir auf ein Aggregat geschissen. Aber ja. Vom Blitz jetzt, so ein Generator oder? Ja, Generator, okay, genau. Ja. Ich habe den nie richtig mehr sauber Kopf gekriegt. Geschissen. Ja, du, wir hatten ja da in Malaga kurz drüber gesprochen. Sowas kannst du dann als NFT verkaufen. Oh, okay. Ne? Vollgeschissener Generator. Okay. Ja. Ja, also die Hörner zum Beispiel von den Highlands, die sind ja echt, die sind ja sacklang. Also, das sind ja richtig. Was du am Anfang gezeigt hattest, ne? Die sind ja richtig so auch geschwungen und teilweise auch sehr spitz vorne. Ne? Ja, also wenn dir sowas in den Hals reinfährt, dann bist du wirklich tot. Du musst schon, man muss ein Auge drauf haben. Ja. Die sind halt ihre Verteidigungs. Waffen. Ja, und dabei sehen sie so kuschelig und flauschig aus. Ne? Also man möchte sie eigentlich so in den Arm nehmen, man möchte sie hutzeln, wie wir hier immer sagen. Ja. Also sie sind total, total, total lieb, die Kühe. Also ich hab's jetzt. Das Einzige ist halt jetzt bei den Bullen, du gehst rein in den Stall und ein Stier, der ist halt einfach der Chef. Du kommst da rein und dann schaut er dich an. Ist auch nochmal eine andere Größe, ne? Naja, der schaut dich dann an und dann ist die erste Reaktion, macht er so. Das kann man ganz, eine ganz deutliche Kommunikation, da braucht man auch gar nicht. Der sagt einfach von vornherein, nein, will er nicht. Läuft nicht. Egal, was du, läuft nicht. Ja. Und die Kühe, die sind offen und kann man streicheln. Man geht so unter den Hals und krault sie und dann, Ja, jetzt mal hier nochmal an unsere Zuschauer raus. Also wenn ihr irgendwie Fragen habt an den Sebastian, sei es eher zu den Bildern oder zu der Technik dahinter oder auch zu seinem Fotografensein, dann haut mal immer rein in den Chat, weil jetzt habt ihr die Chance dazu. Dann können wir, das werde ich jetzt nochmal so ein bisschen nebenbei mitlesen. Also was mir halt einfach extrem gut gefällt an deiner Arbeit ist, dass du auf der einen Seite so immer, du zelebrierst ja so ein bisschen dieses Heimatverbundene, ne? Bei dir da Schwarzwald, Freiabend. Du hast ja auch eine ganze Serie mit zum Beispiel Landschaftsaufnahmen. Na, also die, die ja nicht so wie die Kühe und wie die Trachten, da sieht man ja richtig, das ist jeweils ein zusammenhängendes Projekt. Ne? Und dann hast du ja nochmal diese ganzen Landschaftsaufnahmen. Ich finde diese Kombination geil. Also es ist für mich ist es so ein bisschen so auf der einen Seite altbacken Tracht und auf der anderen Seite Rockstar. Mhm. Also das ist so, und ich meine, dann, junger Bengel, irgendwie fährt Motorrad, also ich weiß nicht, aber irgendwie finde ich das alles sehr, das ist so, das kommt irgendwie so. Und dann auf der anderen Seite, du hast ja auch erzählt, du lebst in einem Tiny House, oder? Ja, tatsächlich, ich lebe im Tiny House. Ja, das ist ein bisschen also das ist irgendwie Sache ist bei dir alles so ein bisschen, seit ich mich selbstständig gemacht habe, da... genau. Also selbstständig aber das Haus wurde dann etwas tiny, ne? Ach so, ja. Ich würde sagen, ich bin schon ein extremer Typ irgendwie. Also ich mach die Dinge eher extrem. Also ich habe quasi privat habe ich nicht viel. Also ich habe auch nicht viele Klamotten oder so. Vielleicht ein kleiner Schuhtick, aber jetzt mit dem Tiny House ist so, dass wir da vor allem gesund wohnen wollen und halt in der Natur. Mhm. Allerdings ist mit Tiny Häusern mal ehrlich gesagt schwierig. Man kann das ziemlich vergessen, das mit dem Landratsamt und so. Aber so ich bin da auch totaler Leica-Freak und gleichzeitig habe ich aber auch Micro Four Thirds. Ich feiere groß und klein.
eben habe meine Riesengalerie irgendwie mit 700 Quadratmeter, möchte auch einen Bauernhof ausbauen, dann später mal zu einer Galerie, dann 1000 Quadratmeter große Ja, Fläche für meine das hast du Mitarbeiter schon und für erzählt. die, Also, wenn der ja. Bauernhof steht, Ja. dann komme ich vorbei zum Ja, auf jeden live Fall. vor Ort, Ja, ne? und aber privat brauche ich nicht viel. Weißt du, privat reicht mir, keine Ahnung, 30 Quadratmeter würden mir reichen zum Leben, solange wir jetzt keine Kinder haben oder so. Macht es da das Leben einfach und Spaß und ja. Ich finde, es kommt insgesamt für mich sehr sympathisch rüber, ne? Auf der einen Seite haut er halt die Kohle raus für Spielzeug und dann auf der anderen Seite so Ja, wieder dieses Bescheidene. Also genau. das ist so, Das ist so ich finde, das das passt halt so Extreme, irgendwie ja. zusammen, ne? Also ja, es ist beides extrem, ne? Ja, Auf der einen ja, Seite ja. extrem teure Kameras und dann wieder extrem kleines Haus, ne? Wo jeder andere Ja, eigentlich ja. denken würde, er hat sich da irgendwo ein Chalet hingesetzt, Ja, aber irgendwie muss ich mir ja die nee. Kameras leisten können. Ja. Ja. Apropos Kameras. Ich finde, also wenn man auf deine Webseite geht, dann lacht einen ja als erstes dein Selbstporträt an. Ja. Ja. Und das müssen wir jetzt auch nochmal zeigen. Ich finde das Warte nämlich, mal, ich ja, finde das genau. großartig, weil es halt auch, es Ja. spiegelt halt dich wieder, es spiegelt halt deine Arbeit wieder. Und es ist natürlich fotografisch auch, finde ich, irgendwie geil gemacht. Ne? Man sieht natürlich deinen Ja. Bildstil da drin. Wie ist das entstanden? Also was man sagen muss, also dieses Bild, was wir zum Anfang gesehen haben, das hier ist praktisch dann später die Kopie davon, ein bisschen so selbstironisch. Hier dieses Mal mit dem Selbstauslöser, mit dem Fuß. Ja. Ich habe es auch wirklich selber gemacht. Ah, Mit hast dem, richtig? Okay. habe mir dann einen Auslöser für einen Fuß gebastelt, der eigentlich an meiner Fotobox mal dran war. Und ja, hier sind jetzt eigentlich nur Analogkameras drauf. Ja, eine RB67 und Mamiya C330. Halt alles so fette Dinger und Hasselblatt in der Hand. Es symbolisiert auch so ein bisschen die Problematik, die halt auch entsteht, wenn du wenn du mit so Zeug unterwegs bist. Das ist halt auch entsprechend schwer. Also ich war ja mit dem Fahrrad unterwegs in Mittelamerika für über ein Stimmt, Jahr. Und ja. da hatte ich nämlich 14 Kilo Kamera-Equipment dabei. So. Auf dem Und Fahrrad. das ist halt auf dem Fahrrad und das ist halt eigentlich übertrieben, gell? Und so, das symbolisiert das Ein Bild auch bisschen, so ein bisschen ne? mit, dass ich mich mit der Technik halt zumülle und dann komme ich eigentlich nicht mehr vorwärts. Aber da ich das ja weiß, habe ich gesagt, also kaufe ich mir halt eine Leica, Apo-Summicron dazu und dann fertig Genau, ist der und Lack. dann ist das alles kleiner, ne? Und dann wirst du glücklich. Sag mal, hast du Ja, da dann wäre irgendwie, ich hast du, glücklich, genau. nein, genau, Das ist ja. der richtige Satz. Ja. Hast, du hast, das ist irgendwie so ein Rucksack, den du da auf hast, so ein Genau. Holzrucksack, Ja, ne? das eigentlich sind im Schwarzwald früher die Uhrenträger unterwegs gewesen. Und die hatten das in so einer sogenannten Krätze, hatten die das drin. Und ich Ah, habe mir okay. diese Uhrenkrätze habe ich quasi umgebaut zum Fotorucksack. Dein Fotorucksack. Ja, ganz traditionell. Ja. Ja. Und hier Geil, ist sogar geiles noch Bild. ein Stativ drauf mit FLM. FLM, ja. Das ist eigentlich eine Manufaktur aus Emding. Die Ah, sind aber okay. leider sind insolvent gegangen. Ja, Die made kenne in ich aber auch noch. Germany. Die kenne ich auch noch. Ah Die haben ja, ah richtig ja. gutes Zeug gemacht, ne? Also Eigentlich ja. Ja, waren halt auch nicht ganz billig, die Sachen, ne? Und gerade so in diesem Stativbereich, also was da ja Ja. so aus China hier rüber gedrängt ist, und das ist ja auch Ja. alles leider nicht schlecht, ne? Also da kann man ja Ja, nicht ist mal schon gegen gut. meckern, gegen die Sachen, ne? Naja. Ja, das gerade so Stativsachen, da muss man natürlich auch ein paar Stückzahlen umsetzen, damit Ja. man Ich war bei denen auch in der Fabrik mal drin. Ja. Schade, dass es nicht mehr so ist mit denen. Ja, Ähm, das wir, wir ist. können, wir können vielleicht einmal ganz kurz hier durch meine Landschaftsdinger durch, da kann ich dir so ein Ja, bisschen los. Technikkram mal noch erklären. Also hier bin ich da unterwegs, eben im Schwarzwald, so ganz typisch, wie man sieht. Da habe ich, glaube ich, auch die Fuji rumgeschleppt. Das Bild hat meine Frau gemacht. Ja, mit der Drohne bin ich natürlich auch unterwegs. Das hier ist frei Amt, was man hier so sieht. Ist nicht so Jetzt groß, ne? da.
aber doch, es ist vom Gebiet her ist eigentlich sehr, sehr groß. Also es hat jetzt aber nur natürlich 3000 Einwohner, das ist natürlich nichts. Nee, Quatsch, das Simonswald hat 3000, wir sind hier irgendwie 5000. Ja, also ich bin immer wieder auch mal gerne unterwegs mit der Drohne und vor allem, wenn halt so ein bisschen spektakuläres Wetter ist, so das macht dann echt Spaß. Oh, Hertha für 2-0. Oh je. Erzähl oh je. Weiter. Können wir den Abend noch retten? Wir können ihn noch retten, ja. Wir retten ihn. Ja. Hier habe ich ein Bild gemacht, wie man es oft in Spanien gesehen hat, da dieser Osborne. Genau, Osborne hatte die haben diese riesigen Stiere da irgendwo aufgestellt, genau, an der Straße. Ne? Und das ist jetzt bei uns zum Beispiel in Freiamt, das habe ich vor. Das ist aber jetzt eine echte Kuh, ne? Das ist keine aufgestellte. Ja, genau. Oder jetzt hier sowas, so kurz vor Weihnachten hier im Schwarzwald. Ist das ein vertrockneter Baum? Ja, ne? Eigentlich ist nicht so gut, wenn er so aussieht. Also tot ist er nicht, aber aber auch nicht so er wechselt gut. Er wechselt halt gerade sein Kleid, aber so grafisch sieht es halt wirklich schön klar. aus. Ja. Auch das. Oder hier wenn jetzt der Frühling erwacht, ich sehe hier immer so ein bisschen eine Brust einer Frau. So, das ist die Fauna. Ein bisschen, ja. Ein bisschen, ja. Ja, du fotografierst selber auch sehr viel, ne? Also ich folge dir auf Instagram und du bist ja jemand, der sehr gerne Stories macht. Und bei dir sieht man sehr oft, also man hat immer das Gefühl, du machst jeden Tag irgendwie so einen kleinen Spaziergang und bringst halt immer so eine Handvoll Bilder mit, ne? Ja, genau, das kann man so sagen, ja. Also hier, das ist jetzt mal so ein ganz typisches Bild, das habe ich jetzt mit der M11 gemacht, mit dem Apo Summicron, mit Offenblende. Und da ist halt so, Technik trifft irgendwie Landschafts- oder wie soll ich sagen, also Kreativität trifft Technik. Niemand würde ein Landschaftsbild mit einer Offenblende fotografieren. So. Doch. Und jetzt mit, ja, klar, ne, ja, aber halt das dann wirklich so einsetzen, so richtig aggressiv. Ja. Das geht jetzt halt hier in dem in so einem Motiv meiner Meinung nach richtig gut. Ja, da kann man da richtig spielen damit. Übrigens ist das, was man hier sieht, dann der Hof, der irgendwann dann mal hoffentlich deine Galerie werden soll. Mal die Galerie wird, genau. Also, und das ist dann eben mitten im Schwarzwald so das Ganze. Geil. Ja, das ist schon sehr cool. Schön. Ja, und hier auch nochmal so ein bisschen die Burg bei uns, in Emmendingen, die Hochburg. Ja. Und mein Schatten, das ist jetzt hier 10 mm an der M11 mit dem Vogtländer oder Vogtländer, wie auch immer. Ich hatte auch mal, ich glaube, ich hatte das 12 mm mal. Mm. Das hatte ich mir, ich hatte mir das nur besorgt für die Containerschiffreisen. Ja. Weil so dieser Spruch, wenn du nicht genug drauf hast, geh einfach ein paar Schritte zurück, hat halt auf dem Schiff so schlecht funktioniert. Und dann habe ich mir auch so ein 12 mm besorgt. Die Dinger sind echt brutal. Aber das 10 mm, das hatte ich das hatte ich noch nicht. Ne? Also ich glaube, es gibt 10, 12 und 15 mm davon oder so. Blende 5, 6, Offenblende. Ja, das hatte ich ja auch fürs Motorrad, hatte ich das ja auch dabei, um mich mit dem Motorrad das so irgendwie alles zu sehen. Ja. Hat auch gut funktioniert tatsächlich, aber dann für drei Bilder habe ich es verwendet, so mehr oder weniger. Ja, gut, aber da haben wir auch ein bisschen experimentiert. Da hast du, glaube ich, dann Intervallaufnahme gemacht, Kamera vor den Bauch gebunden, losgefahren und dann irgendwie. Gut, aber solche Sachen macht man. Ne? Das ist, man macht die dann und dann entweder klappen sie oder sie klappen nicht. Und ich finde, so ausprobieren, das gehört ja auch dazu, weil das sind ja auch die Dinge, womit du dann wieder irgendwas entdeckst, was du vielleicht an anderer Stelle also ausbaust, also wo irgendwie mehr draus wird, ne? Also wo du genau. Na, ich finde, man muss immer irgendwie so Perlen finden, wo man dann sagt, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das cool geht, und dann hat man wieder eine Idee und damit kann man wieder was anderes machen, ne? Ja. Also im Kern bin ich jetzt ein halt totales Spielkind. Ich bin immer am Spielen. Spielen mit Kameras, spielen mit Motiven und auch ausprobieren von irgendwelchen verrückten Vorstellungen, die ich habe. Einfach funktioniert das überhaupt? Ich meine, wie das Kuhprojekt, kann sowas überhaupt funktionieren? Mhm. Ja, das ist
Ich mache mir da auch viele Gedanken vorher, also vor allem technisch. Also es muss ja technisch schon auch irgendwie gehen und funktionieren. Und das ist aber halt auch der Reiz. So. Und für andere ist natürlich das der Horror, ne? Wenn dann irgendwie, oh Gott, jetzt kommt die Technik dazu. Ja. Ja. Also folgt auf jeden Fall dem Sebastian mal auf Instagram. Ich habe das hier mal, ich mache es nochmal, ich blende das hier nochmal ein. Also Sebastian-Werle. Wie gesagt, seine Storys gucke ich mir immer gerne an, weil das ist einfach immer so, ja, ach. Also ich finde das halt, weißt du, was ich an deinen Storys einfach schön finde? Es zeigt einfach, ja, man muss einfach nur mal vor die Tür gehen und eine Runde drehen Ja. und dann findet man wieder was, ne? Ja. Und irgendwie ist da immer ein bisschen was bei, wo man sagt, oh ja, das ist ja jetzt wieder cool, ne? Ja. Also es ist schön, ne? Ja, vorher bin ich am Parkplatz gefahren und da waren so schöne lila Blumen gewachsen. Das sieht man jetzt auch gerade noch in der Story bei mir. Die sind echt auch klasse irgendwie vor dem grünen Hintergrund. Ja, ich bin da immer gleich auch inspiriert. Also mich springen die Sachen regelrecht an. Das ist wie Pilze im Wald suchen und dann geht's auf einmal los. Dann ploppen die einfach auf. Magst du uns mal dein Buch zeigen? Ah ja, Bist du genau. vorbereitet? Ich bin, Natürlich. ich hab's extra Natürlich. hier. Ja. Genau. Ja, Ah, den und haben wir gleich mit hier. der Dame vorne drauf. Ja. Ja, das haben wir Ach, hier richtig cool. drucken lassen, auch in Waldkirch. Ja. Genau. Hast du Ja. das im Eigenverlag gemacht Im, oder? ja, im, tatsächlich im Eigenverlag. Mhm. Das war ziemlich mutige Geschichte, das zu machen. Ist das nur über die ist das nur das Facing Tradition oder sind da auch Nee. andere Sachen oder ist Das das ein ist so. Querschnitt? Das, man könnte sagen, das, was wir jetzt so ein bisschen gesehen haben, das ist auch in dem Buch eben Okay. so drinne, Ich suche da also mal die eben drei den Link Projekte. raus und dann kann ich den hier auch noch mal posten. Also, weil ich finde mal so gerade für Fotografen, also wenn man jetzt nicht sagt, man möchte sich irgendwie vielleicht ein großes Kunstwerk an die Wand hängen, was sicherlich Ja. für Kunstliebhaber toll ist, aber ich glaube gerade so für Fotografen, die sich auch ein bisschen inspirieren lassen wollen, sind solche Bildbände immer Ja, toll, ne? Da auf kann jeden man sich Fall. mit aufs Klo setzen und dann schön da durchblättern. Das inspiriert immer. So, ich habe mal hier Ja. den Link. Also, wenn ihr Ja, ich da bin irgendwie. auch großer Sammler von Fotobüchern. Ich habe hier auch Vivian Maier und Steve McCurry, Ja. Salgado, alles Mögliche da. Ja, ich hatte auch Ja, sehr die viele. ja. Ich musste mich irgendwann einmal ein bisschen trennen, als ich mein Studio aufgegeben habe. Da musste ich Ja. einmal aufräumen. Ja, ich werde, wenn ich dann mal einen Bauernhof habe, werde ich da auch eine schöne Bibliothek einrichten, wo sich dann die Ah, Kunden cool. vielleicht auch ein bisschen noch schmökern Cool, können. Und cool, das ist ja schon ein cool. kleiner Ja. Plan. Ja. Ich Ja, habe sogar noch eine Mensch. kleine, wenn du jetzt kurz bevor du vielleicht Schluss machen möchtest, ich habe noch eine ganz kleine Überraschung mit einem neuen Projekt, Oh. das Oh. eigentlich ein bisschen Untergang, eigentlich ein Corona-Projekt. Warte. Genau, das nennt sich Mundart. Das habe ich nämlich auch mit einer Hasselblatt fotografiert, analog. Und also das war wirklich ein Kampf, dieses Projekt. Warum? Hier, also Schwarzwälder Kirschtorte zum Beispiel. Weil einfach die Hasselblatt zeigt dir ein ganz anderes Bild an, wenn du einen Makroadapter drauf hast. Das fällt dir natürlich dann erst auf, wenn du die Bilder entwickelst. Also es Ah, war okay. echt so eine. Also ist musste das ich auch noch ein bisschen analog schätzen. fotografiert, oder? Ja, du siehst ja sogar hier die Ränder von der Ja. Hasselblatt. Ah ja, ich Genau, sehe das sieht hier, man ja, hier. okay, schwarzer Rand, klar, jetzt sehe ich's. Ja. Und ich wollte das tatsächlich so hinkriegen, dass Ja. dass ich die randlos rausbringen kann. Okay. Ja, also ist schon echt. Weil ich hätte Ja. jetzt gesagt, ich meine, klar, das ist sicherlich nicht angenehm, wenn man da irgendwie so eine Tanne im Mund hat, aber Ja, grundsätzlich naja. ist das mit Menschen ja immer ein bisschen einfacher, sowas umzusetzen, als wenn man jetzt irgendwie Tiere Ja. dekorieren möchte, ne? Also Ja, sind die ja. Probleme eher technischer mit Natur hier. Ja, auch Ja. cool. Mundart. Mundart, ja. Ja, ich habe aber noch nicht mal das Ganze irgendwie gedruckt oder irgendwo rausgebracht. Habe es jetzt schon sogar im Magazin veröffentlicht. In einem Magazin veröffentlichen lassen. Aber ich komme einfach irgendwie. Wir machen gerade wieder so viele Ausstellungen und Zeugs. Ich bin wirklich als ein bisschen am Anschlag und dann kommen so Projekte, so es ist eigentlich so ein Corona-Projekt, was aus ja so einem Blödsinn einfach entstanden ist. Okay. Ja,
Wo sind denn die nächsten Ausstellungen? Kann man die auch auf deiner Webseite sehen? Wo das sieht man alles auf der Webseite, genau. Ja, ich mache jetzt demnächst auch ein Ganze. Unter Aktuelles vielleicht, oder? Oh Gott, meine Website, die müsste ich eigentlich kennen, gell? Ja. Okay, also hier ist zum Beispiel irgendwas über Vernissage. Genau, hier sind unsere Ausstellungen, Ausstellungen, da sehe ich es schon, ja. Genau. Leider ist ja das erst wieder am Hochfahren, Corona-technisch, weil da einfach, da war jetzt wirklich mal echt gar nichts. Leider. Und aber hat uns jetzt trotzdem nicht so geschadet eigentlich. Wir ja hier die Galerie haben in Freiamt, ging es dann doch. Und halt auch Online-Shop. Also Online-Shop hat schon auch viel gerettet auch. Ja. Also bist du gut durchgekommen, hatte ich nicht gleich aus der Bahn geworfen. Ja, der Aufruf zu den Fragen ist hier so ein bisschen, ich weiß nicht, ist der Chat kaputt oder? Jemand hat gefragt nach dem, wo ich denn meine Kameras unterbringe in dem Tiny House. Ach so. Ich kann es einfach, du musst einfach nur Leica kaufen und die passt ja überall hin. Ich habe die Kameras überall. Wenn das jetzt Leica hört, dann bist du der neue Liebling. Ah Gott, ja. Ich war ja in Wetzlar kürzlich, hab sogar mit dem, meine Frau hat mir ein Treffen heimlich arrangiert mit dem Peter Kabe. Ja. Ich war völlig überrascht. Das ist der Gott der Objektive. Hat ja das Noctilux da entwickelt und ich wusste dann gar nicht so richtig, was soll ich jetzt da sagen? ich fotografiere immer mit Offenblende. Da bist du bei ihm aber genau richtig, ne? Weil er ist Offenblende. Also er ist da ganz knallharter Vertreter und er sagt auch, er sagt ja auch immer, Objektiv muss offenblendig funktionieren. Ich bin ja auch ein voller Fan davon. Ja, absolut. Absolut, sehr cool. Ja, da geht auch ein großer Dank an meine Frau, die das alles so schön mitträgt, immer, die sich fotografieren lässt und mich da auch voll unterstützt. Ja. Ja, ja gut. Bei dir wahrscheinlich gleich. Jo. Du, also meine Frau ist hier das ganze Backoffice. Also ohne meine Frau wird hier gar nichts funktionieren. Die macht ja auch den Shop und so weiter. Also alles, was hier jetzt irgendwie versendet werden muss und so. Die macht auch den ganzen Terminkram, weil das wird bei mir alles überhaupt nicht funktionieren. Ich schaffe es von 5 Terminen, die ich mir in den Kalender selber eintrage, 2 ins falsche Datum, falsche Uhrzeit. Kriege ich wunderbar hin. Okay. Ja. Ja, und das merke ich dann immer erst, wenn ich entweder am falschen Tag da bin bei dem Termin, also wenn ich entweder zu spät oder zu früh da bin. Na? Ich war sogar mal, also zum Glück nicht bei einer Hochzeit, aber bei so einem Vorshooting für eine Hochzeit, da war ich eine Woche vorher da, vor dem Termin. Und dafür bin ich extra 250 Kilometer weit gefahren. Und ich war der festen Überzeugung und stand dann da in irgendeinem Park. da hatte noch einen Assistenten dabei, wir standen da schon, hatten schon einen riesigen Reflektor aufgebaut und so weiter. Und dann, du willst ja auch nicht unhöflich sein, ne? Also wir hatten dann irgendwie eine halbe Stunde gewartet und dann dachte ich mir so, jetzt rufst du aber mal an. Jetzt fragst du mal höflich nach bei der Kundschaft. Und als die mir dann sagt, ja, nee, nächste Woche, der war, und da habe ich noch umgekehrt. Ja, ich habe noch gesagt, okay, alles gut, okay, umsonst gefahren, ist nichts passiert jetzt, andersrum, ne? Andersrum wäre es schlimmer gewesen. Ja. Das ist, also bei mir ist da, glaube ich, zum Glück auch nie was schief gegangen. So, die Hochzeitstermine sind ja wirklich heftig gefährlich. Machst du sowas, so Hochzeiten fotografieren oder hast du mal? Ich habe eigentlich das schon fotografiert, auch als ich noch Kachelofenbauer war, da habe ich auch Hochzeiten fotografiert. Da habe ich natürlich jetzt vor einigen Jahren damit aufgehört, weil einfach das geht nicht mehr zusammen. Ich habe hier ein Team und muss mich um Ausstellungen kümmern. Ja. Ich mach auch keine Auftragsarbeiten mehr. So. Also ich arbeite tatsächlich nur noch für die Galerie. Ja, das
Da geht die ganze Also ich kann Zeit das nur immer wieder sagen, also Hut ab dafür, dass du das geschafft hast, dass du wirklich nur von deiner Kunst leben kannst, also von dem Verkauf. Ja. Das ist schon, ja, ist toll. Also ich finde das, mega, ich bin sehr dankbar. Ich bin wirklich dankbar dafür, dass das, bin ich echt glücklich, dass das so sein darf, dass das so zulässt. Also ja, und die Motive, die du hast, diese beiden Projekte, also die Hauptprojekte, sag ich mal, jetzt sind ja auch verhältnismäßig zeitlos, würde ich mal sagen. Ne? Das ist ja jetzt auch nichts, wo man sagen kann, okay, nächstes Jahr ist das vorbei, da ist das Thema durch. Ne? Nee, ich habe da auch ich sehe da auch irgendwie keinen Abriss oder so irgendwie. Es kommt ja auch immer wieder was Neues und die Leute interessiert das ja auch total, was da Neues auch entsteht. Und mache jetzt in Freiburg auch eine Galerie auf nochmal, so eine kleine Zweigstelle. Dann kommen wir mal ein bisschen ins Städtchen rein noch. Ich mache ja das eigentlich alles hier auf dem Land. So, das würde eigentlich auch niemand sagen, so Galerie hier. Ja, eben, also das geht ja gar nicht. Eigentlich sucht man ja eher die Ballungsräume, ne? Probieren wir das mal mit Freiburg, aber ich bin großer Fan hier von der Einsamkeit hier, weil das ist auch für die Kunden schön, ja. Das ist einfach nicht so viel los und wir können uns auch Zeit nehmen für die einzelnen Menschen, die hier reinkommen und dann auch mal Kaffee trinken. Ich habe hier gute Kaffeemaschine und so da. Ja, ist gemütlich hier. Also, wenn ihr mal Nähe seid von Freiamt, ne? Also wenn ich da mal bin, komme ich auf jeden Fall vorbei, aber kann man bei dir einfach... Bei mir kann man immer vorbei. Also es ist auch richtig so, dass quasi geöffnet ist und die Leute können kommen und dann einfach Bilder gucken. Also richtig so Galerie mit geregelten Öffnungszeiten. Genau, richtig. Ja, cool. Meine Mädels freuen sich und die Jungs natürlich auch. Ja, gut, Sebastian. Ja. Ich fand das super spannend, super interessant. Vielen Dank für deine Zeit noch. Ja, nee, super klasse. Ich muss jetzt einmal gucken. Ich habe das Gefühl, dass der HSV nicht aufsteigt. Hin- und Rückspiel. Das Spiel läuft, glaube ich, noch. 83. Minute. Ich werde mir jetzt noch die letzten 7 Minuten mit ein bisschen Nachspielzeit geben und darauf hoffen, dass der HSV noch das eine Tor macht, was zu einer Verlängerung führen würde. Glaube da aber nicht dran. Ich zünde 7 Kerzen an. Ja, ach du, so Hardcore-Fan bin ich nicht. Ich bin eher so, dass ich das... Man verfolgt das so ein bisschen, weil man in der Stadt lebt, aber ich bin jetzt nicht so ein Hardcore-Fußball-Fan. Und wenn sie verlieren, dann sagt man auch, dann ist es auch wieder nur so ein Schulterzucken und denkt sich, es ist halt der HSV, wie er lebt und lebt. Aber wenn sie aufsteigen würden, würde ich mich natürlich auch freuen. Aber ansonsten alles kein Riemen, ist ein Drama. Ne? Gut, Sebastian. Ja. Vielen Dank für deine Zeit. Die Galerie kostet keinen Eintritt, habe ich gerade gelesen hier. Der Tobias, Tobias Nobber hat gefragt, jetzt ist sie noch gratis. Noch ist der Sebastian geheiratet. Also noch ist das... Das stimmt tatsächlich. Da könnt ihr vielleicht noch das ist eine Wertanlage, ne? Also so ein Buch oder so eine... Genau. Ja, oder so ein kleiner Print für kleines Geld, ne? Ja. Und irgendwann, Millionen. Gut. Genau. Okay. Also, euch da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs fleißig Schreiben und Sebastian, ich würde sagen, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, ne? Richtig. Auch rein. Und dann für alle da draußen würde ich mal sagen, tschüss. Jo, tschüssi.